Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Room 2. Wir sind im nächsten Kapitel. Mal schauen, was uns erwartet. Die Ladezeit ist aber recht kurz. Das finde ich schon mal sehr nice. Und wir sind an einem Pokertisch. Okay. Von einem Piratenschiff zu einer Höhle zu einem Pokertisch. Ja. Kann man mal machen. Kamera. Da ist auf jeden Fall was. Das kann ich nicht drehen. Okay, hier kann ich nichts machen. Hier auch nicht. Und da hinten ist das... Ich guck mal durch, Böbbelding. Ich glaube, ich brauche hier auch wieder Schraubenzieher. Ja, okay, dann auf zum Pokertisch. Und ich kann überhaupt kein Poker. Ein Sucher. Fräulein Margaret Cox. Margaret Cox. Okay. Wer das lesen möchte, bitte zurückgehen und auf Pause drücken. Da ist ein Dreckloch, was auch immer. Da fehlt eine Karte. Hä? Warte mal. Und ich muss das Ding jetzt lesen? Nee. Da fehlen auf jeden Fall Karten. Der Sucher kommt aber hier dran. Das weiß ich. Irgendwo. Ich wusste es doch. Aha. Und wer hätte es gedacht? Jetzt können wir mal suchen. Muss ich hier noch irgendwas drehen? Was passiert jetzt? Und dafür gleich ein ganzes Erdbeben? Naja. Oh. Ja. Das Au hat jetzt nicht dem Spiel gegolten, sondern meinem Finger. Aber das ist erst einmal Schnurzpieps egal. Da unten unendlich. Da fehlt noch was. Ja, dann suchen wir das doch mal. Da können wir was drauf machen. Da muss noch was hin. Hier ist ein Schubfach. Ein Fotofetzen. Wenn du hier bist... endlich habe ich den Schlüssel. Pause drücken und lesen, bitte. Ich lese mir die Zettel sehr, sehr ungern durch. Da ist auf jeden Fall wieder ein Symbol. Na, da kommt wieder so ein spezieller Schlüssel rein. Den kennen wir noch aus dem ersten Teil. So, was ist da abgebildet? Nix, okay. Aber wir haben einen Schlüssel gefunden. Ja. Genau dieser da. Ach du Kacke, im ersten Teil war das aber einfacher. Okay, das mit dem Böppel bleibt unten. Das Kleine war so? Ja.
Okay. Okay, das Hammer. Das kommt dann hier unten rein. Was haben wir hier? Ein Metallhebel. Ach, der kommt dann hier oben rein. Kann ich das von oben betrachten? Ja. Und noch das C und das H. Das ist Torte. Wir begangen zu Hause den Blick auf die Sterne. Ah! Zu Hause Sterne. Zeit. Unendlich. Zu Hause Sterne. Zeit. Da fehlt eine Karte. Wow. Da fehlt doch einfach mal eine Karte. Und da fehlt ein Schlüssel. Schlüssel finden. Was liegt denn da unten? Leute, da kommt man gar nicht richtig ran. Alles klar. Hier ist ein V und zwei Striche. Okay. Ah, guck mal an, hier, Schlüssel. Der Böppel dahin. Ich hoffe, das war jetzt so richtig. Ja. Da fehlt aber noch was. Und hier einmal alles nach unten. So. So. Das war das. Das war so. Ich rate jetzt einfach mal und es war richtig. Wow. Wir haben eine Glühbirne. Aber wo waren jetzt die vier, bitteschön? Hä, hey, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo war bitte schön die 4? Hehe.
Nein, das nicht. So. So. Sterne. Na komm, truff da. Okay, zu Hause, Zeit, Sterne? Zu Hause, hallo? Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Die Glühbirne wird nicht sicherlich da oben reinkommen. So. Wir brauchen noch den Schlüssel für die Vitrine. Was ist das? Da, ach, da ist die 4. Ah, okay. Aber wie komme ich jetzt an den Schlüssel für die Vitrine? Hier kann ich ja nichts mehr machen, oder? Nö. Ne, hier geht auch nichts mehr. Hier muss ja noch irgendwas hinkommen. Hä? Und jetzt? Nun, da die Kamera eine Birne hat, kann ich vielleicht ein Foto aufnehmen. Oh, wow. Wie mache ich denn das mit dem Foto? Mit dem Knopf auf der Rückseite des Kamerablitzes müsste es klappen. Der da? Holy shit! Zu Hause, Zeit, Sterne. War das jetzt richtig oder nicht? Ach, zu Hause, Sterne, Zeit. Ah. Zu Hause, Sterne, Zeit. Ja, man kennt es. Man löst ein Rätsel und es kommt ein Erdbeben. Reise.
Und jetzt? Muss ich wieder dahinter? Reise. Zu Hause. Was? Okay, zu Hause kommt wieder in die Mitte. Freund und Schiff. Hä? Schiff, zu Hause, Zeit. Schiff, zu Hause, Zeit. Hey, das war doch richtig. Schiff? Zu Hause? Ach, Freund. Okay. Okay, kann es sein, dass Tempel eventuell das Wort mit ist, was wir suchen? Schönheit zum Triumph. Ja, Tempel, zu Hause. Freund haben wir aber nicht. Triumph, Tempel, zu Hause. Gibt's aber nicht. Tempel, Schiff, zu Hause. Hä? Tempel war doch das erste Wort. Schiffe, Tempel, zu Hause. Meine Güte. So, aber jetzt. Und wieder das Erdbeben. Endlos. Und das los. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Nicht, dass ich hier irgendwas falsch mache. Endlos, genau. Wie es aber weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.